Holger Steinle nennt sich selbst einen Flugzeugarchäologen. Weltweit ist er im Auftrag des Deutschen Technikmuseums unterwegs, um nach den Überresten historischer Flieger zu suchen. Diese drei Flugzeuge, die habe ich als nächstes im Visier. Den Rohrbach Roland in Polen im Brechlauer Dorfsee und in einem anderen See und auch wo ganz anders in Norwegen, in der Nähe von Trondheim, befindet sich eine Heinkel 111 und eine Junkers Ju 88, die bei der Invasion im April 1940 dort gelandet sind und dann im Wasser versunken. Die Maschinen in Norwegen sind die beiden, von denen Steinle über den norwegischen Piloten Klaas Gjølmesli erfuhr. Sie sollen im Trinkwassersee der Großstadt Trondheim liegen. Eine Bergung der treibstoffbeladenen Kriegsbomber muss jedoch gut vorbereitet werden. Deshalb beschließt Steinle, einen Experten für Unterwasserarbeiten anzuheuern, der den See mit Spezialgerät für ihn absucht. Nach wenigen Tagen wird der Mann fündig. Das norwegische Bergungsteam hat einen Ponton über dem Fundort verankert. Mit einem Sonargerät, das normalerweise in Militär-U-Booten verwendet wird, hat man etwas am Boden des Sees geortet, in fast 80 Metern Tiefe. Das hier ist das Sonarbild. Hier kannst du die Flugzeuge sehen. Hier sind die Flügel. Die Flugzeuge liegen so tief, dass eine Bergung mit Tauchern unmöglich ist. Stattdessen schickt Steinles Team einen Tauchroboter in die Dunkelheit hinunter. Tatsächlich erscheint das erste Wrack im schlammigen Grund, eine Heinkel 111. Langsam zeichnet sich vor den Augen Holger Steinles Erstaunliches ab. Nach über 60 Jahren scheint das Flugzeug fast unbeschädigt. Außerdem hat es sich beim Sinken auf den Rücken gedreht. So etwas passiert höchst selten. Es ist traumhaft, wenn man zum ersten Mal sieht, da unten ist eine finstere Nacht und dann fährt dieser Roboter über diese unbekannten Flugobjekte und man erkennt die Identität, die Buchstaben, es ist das Fahrwerk da, der Motor ist etwas beschädigt. Also diese Art Obduktion, das ist eine unheimlich faszinierende Sache. Und gleichzeitig merkt man eben halt auch, wie schwierig es sein wird, diese Flugzeuge an die Oberfläche zu bringen. Erst in der Morgendämmerung verlässt Steinle die Plattform. Er wird wiederkommen, wenn die Vorbereitungen in einigen Tagen abgeschlossen sind. Anschließend geht es wieder nach Norwegen. Die Vorbereitungen zur Bergung der Flugzeuge im See von Trondheim sind fast abgeschlossen. Die Heinkel 111 und die Junkers 88 warteten vor 63 Jahren auf dem zugefrorenen See auf ihren Einsatz, als ein Wärmeeinbruch die Eisfläche brüchig machte. Die Maschinen sanken und liegen heute in einer Tiefe von über 70 Metern. Die Bergung wird mit einem Tauchroboter von der Plattform aus durchgeführt. Der Bergungsleiter Espen Saastad vermutet in den Tragflächen der Maschine noch etwas Treibstoff. Deshalb kann es erst dann losgehen, wenn das norwegische Umweltamt sein Einverständnis gibt. Immerhin ist der See das Trinkwasserreservoir von Trondheim. Mit den Fingerspitzen bedient Bergungsleiter Espen den Spezialroboter, der sein ferngelenktes Werkzeug und Auge zugleich ist. Zuerst musste Espen Löcher in die Aluminiumhaut der Flügel bohren, danach schwere Haken um die inneren Verstrebungen der Tragflächen herumführen. Die Haken müssen dann geschlossen werden. Eine schwierige Aktion, denn durch den Druck des Roboterarms könnten sie leicht wieder herausrutschen und die ganze Arbeit würde von vorne beginnen. Obwohl der ferngesteuerte Apparat hier in 80 Meter Tiefe kaum gegen eine Strömung anzukämpfen hat, erfordert die Arbeit äußerste Geduld. Geschafft. Espen bekommt langsam Übung. Schließlich klappt auch das Zusammendrehen der Haken. Vorher hat er an ihnen starke Stahlseile befestigt. Dann ist alles bereit zum Hochziehen. Jetzt kommt der spannendste Moment. Gelingt es, das Flugzeug unbeschädigt vom Boden zu lösen? Weil da gibt es ein Fingerspitzengefühl, diesen Roboter zu lenken. Und eine falsche Bewegung, also dann reißt es diese Befestigungsseilen aus den Tragflächen raus. Es geht los. Die Stahlseile straffen sich, heben zuerst den Rumpf der Heinkel 111 vom Seeboden.
Zum ersten Mal seit 60 Jahren wird die Statik des Flugzeugs wieder belastet. Ein riskantes Unterfangen. Und dann schwebt sie, ist bereit, hochgezogen zu werden. Die Winde holt die Heinkel langsam zur Wasseroberfläche, 20 Zentimeter pro Minute. 4 Tonnen Flugzeug und Schlamm hängen am Haken. Als die Abendsonne durch die untere Einstiegsluke scheint, treibt die Heinkel endlich auf der Wasseroberfläche. Es ist kaum Treibstoff ausgetreten, die Ölsperre saugt alles auf. Der Kran ist nicht hoch genug, deshalb holt das Team den Flieger auf den letzten Metern mit Handwinden hoch. 7. Januar 1939, gebaut in Brandenburg durch Firma Arado, Lizenz Firma Heinkel Rostock, Typ Heinkel 111H. Das ist die eindeutige Diagnose, was das für ein Flugzeug ist. Das ist wirklich, dass das Typenschildchen da ist. Oh, das ist wunderschön. Gestern Nacht wurde das Flugzeug noch hier ans Ufer geschleppt und zwar so nahe wie möglich. Und jetzt ist insofern ein kritischer Moment, weil jetzt zum ersten Mal das Flugzeug aus dem Wasser komplett gehoben wird. Das ist der Moment, wo die größte Belastung auftritt und wo auch die Gefahr am größten ist, dass das Flugzeug zerbricht. Dass also die Tragflächen, an denen es festgemacht ist, diesem Gewicht nicht mehr standhalten. Der größte Autokran der Umgebung wagt sich an diese Arbeit. Noch kann alles schiefgehen. Die Heinkel, 16 Meter lang, knapp 23 Meter breit, hängt sicher am Haken. Langsam löst sich die Spannung. Das bricht nicht mehr auseinander. Keine Chance. No more chance. Wie ein großer toter Vogel liegt die Heinkel auf dem Rücken an Land. Damals, als mit solchen Bombern Europa in Schutt und Asche gelegt wurde, verließen pro Woche 50 dieser Maschinen die Fabriken. Diese hier versank nach erst 2-monatigem Einsatz im See von Trondheim. Die Heinkel 111 ist so gut erhalten, dass sich die Haltemuttern der Tragflächen nach 60 Jahren im Wasser ohne Probleme lösen lassen. Also ehrlich gesagt, ich bin überrascht über den Zustand der Flugzeuge. Die Flugzeuge sind wirklich außergewöhnlich gut erhalten. Ich glaube nicht, dass es oft noch solche Gelegenheiten geben wird, wo man Ähnliches finden wird. Ich glaube, das waren 2 Unikate, 60 Jahre nachdem sie hergestellt wurden, in einem solchen Zustand. Das wird nicht mehr vorkommen.